Hey Dudes, was geht ab? Hier ist euer Otaldo von den Zockerdudes und wir spielen die letzte Folge in der Serie A. Selbstverständlich nur in der Serie A, danach gibt es noch ein paar andere Dinge zu erledigen mit AC Milan. Und ja, auf Legendär ist es dann schon ein bisschen schwieriger alles. Deswegen sind wir auch hier gleich in der 22. Minute, bis erstmal die gute Chance entsteht. Mario Balotelli haut den Ball aber nur daneben. Schade. Kam gut an die Flanke und haut das Ding so ganz komisch daneben. Mario Balotelli versucht es da nochmal. Und Nocerino auf Constant. Ja, wohin mit dem Ball? Wohin? Constant. Auf Mario Balotelli und Feuer! 1:0 in der 28. Minute, sein 33. Ligator und damit ist er weiterhin Torschützenkönig, würde ich mal sagen, nicht? Zumindest in der Serie A. Sehr, sehr schön. Ich glaube, da kann er sich super drüber freuen. Ob man da irgendwas für kriegt, vermutlich nicht. Einfach nur, er ist ein geiler Macker und Torschützenkönig und so weiter und so fort. Mario Balotelli versucht da den Ball noch zu erhaschen, kommt aber nicht ran, Torwart ist da rechtzeitig draußen. Pogba läuft da, sehr schön, Pogba auf Balotelli, bumm, daneben. Das haben wir schon öfter mal gesehen, wa? El Shaarawy schickt da jetzt Mario Balotelli, das geht sehr, sehr flott. Und daneben, und er guckt nur zu, statt weiterzulaufen, ich fahre echt nur die ganze Zeit, geht da rein, bums. Und was der Torwart da alles hält, meine Güte. Ecke von Balotelli geschossen und Pom daneben. Nocerino holt sich den Ball auf El Shaarawy, der sieht da die kleine Chance und haut das Leder nicht rein. Mann, 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 Mann. Jetzt Niang angespielt. Niang, wo kann er hinspielen? Kommt die Flanke, jawohl. Balotelli! Und El Shaarawy macht das Ding rein. Ich glaube, das war nicht ganz sauber. Das war nicht ganz sauber, aber keine Ahnung. Abgewehrt und jetzt rutscht er da rein. Das war eigentlich ein Foul, oder? Bums. Ja, ja, ist drin. Lalala. Ja, er grätscht eigentlich in die Gegner, damit die den selbst reinmachen. Sehr schön. So macht man das. Das finde ich spitze. Dass es aber auch anders geht, sehen wir hier. El Shaarawy spielt auf Mario Balotelli und puing, schießt einfach mal das Ding da easy rein. 13:0, 60 Minuten gespielt. Ich denke mal, das ist ganz verdient. Wunderbar. Atalanta, hier sehen sie nicht so gut aus. Kommen aber auch jetzt ein bisschen wieder zurück. Carmona auf Kone oder Cone. Und da haben wir den Ball schon wieder uns abgeholt, ne? Vielen herzlichen Dank dafür. Aber sie sind noch nicht zu Ende da mit ihrer Aktion. Nocerino verliert da den Ball jetzt. Baselli. Livaja. Und der haut das Ding da rein. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Livaja, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Und ganz großer Abwehrfehler. Das sehen wir jetzt hier gleich. Erstmal, dass wir den Ball überhaupt verloren haben. Und die Nummer 23 läuft da weg. Und dadurch ist die Schussbahn da eben frei. Und das ist das 3:1. Für uns. Ist in Ordnung. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal 5 Punkte Vorsprung. Jetzt kommt es darauf an, wie Juve spielt. Das müssten wir theoretisch jetzt sehen. Und Juve spielt unentschieden. Das heißt 4 Punkte Vorsprung. Damit sind wir schon ganz sicher Meister. Aber ja, da wurde uns noch keine Flocken angeboten. Da hat es noch nicht rote Schnipselchen geregnet. Aber hier, Milan holt in Serie A den Titel und krönt damit eine denkwürdige Saison. Der Titel war zu Saisonbeginn unser großes Ziel. Sehr schön. Also, das ist doch ein super Start für diese legendäre Folge. Und falls der ein oder andere es immer noch nicht kapiert hat, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich spiele, auf legendär. Das hat man ganz am Anfang gesehen, in der Sekunde 5 oder so, keine Ahnung. Und hier hat man es auch wieder gesehen. Also, auf Legendary wurde gespielt. Und ja, da wollen wir mal gucken, wie das nächste Spiel aussieht. Da sieht es erstmal so aus, dass ich da total verkacke. Erstmal schöner Fehl. Pass ins Abseits, weil ich da nicht selbst abschließen wollte, warum auch immer. Montari jetzt. Ich habe ganz viele Leute reingeholt. Eigentlich alles nur Spieler, die sonst kaum eine Chance haben oder eher wenig spielen.
oder die halt länger verletzt waren, zum Beispiel wie die Cilio und so weiter. Habe ich das alles schön gemacht. Und Martial spielt auch von Anfang an. Da freut er sich. Und ja, wir gehen dann mal schön mit einem 1:0 in Führung. Das ist doch sehr gut. Niang, Flanke auf den Kopf. Und diese Sassuolo, die kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Also noch nie gehört den Namen der Mannschaft. Valeri. Ganz knappe Chance hier in der 15. Minute für Sassuolo. Oder wie auch immer man die ausspricht. Ja, was gibt's hier noch zu sehen? Wir kämpfen da. Wir kämpfen richtig, richtig hart. Birsa auf Bacardi. Er spielt ihn schon in den Rücken, den Ball. Er kann es aber trotzdem nochmal verhindern, dass der Ball verloren geht. Bacardi haut das Ding rein. Sein 7. Tor hier in dieser Saison. Da freut er sich. Das ist doch schön. Ave meint, dass Sassuolo aufgegeben hat. Der irrt. 27 Minuten erst gespielt. Da geht noch einiges. Martial jetzt hier dran. Martial. Und natürlich wieder mal so ein Tor. Bacardi lupft das Ding da rein. Er war schon wieder mit dem Ball im Rücken und hat den trotzdem noch gekriegt. Sehr, sehr schön. Schade, dass Martial da nicht schon getroffen hat. Und trotzdem drin. So, 34 Minuten gespielt. Und jetzt geht's erstmal rund. Die spielen ganz, ganz krass gerade jetzt. Gut gehalten da aber. Also, die kommen jetzt wirklich gut zurück. Da gibt es echt ganz viele Minuten jetzt, die sie da super Chancen haben. Abiati lenkt das Leder da nochmal um. Zaza. Bums. Also, wir kommen jetzt kaum noch wirklich richtig zum Zug. Zweite Halbzeit hier. Birsa, Poli, Martial auf Außen auf Niang. Der schießt da und daneben. Also ganz wenig Chancen, glaube ich, haben wir jetzt hier noch. Es ist hauptsächlich der Gegner. Zaza, bam. Schaffen sie aber nicht, irgendwie das Leder reinzuholen. Die Shinjo rettet da nochmal. Und noch einmal. Valeri. Also, die machen super viel Druck. Sie wollen nochmal hier ein paar Punkte machen. Maroon auf Laribi. Sehr schön gespielt. Jetzt kommt die Flanke. Leider war das eher ein Torschuss. Und darum hat da Abiati. Kein Problem. Wechsel. Gibt hier die Ecke. Durch das Ablenken von Abiati. Und zack. Abgewehrt. Also wir haben natürlich das Glück, dass wir so gut spielen. Niang hier nochmal versucht da Martial in Stellung zu bringen. Martial! Aber leider nur in den Gegner geschossen, in den Torwart. Nochmal Martial. Meine Güte. Schwach. Aber egal. 3:0 gewonnen. Da gibt es Konfetti. Wir sind Serie A Meister. Das können wir feiern. Das dürft ihr auch mit dem Smashen des Like-Buttons bestätigen. Haut rein, was das Zeug hält. Liken, 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 liken. Gewinne, gewinne, gewinne. da können wir uns auf jeden Fall super gut freuen, dass wir die Serie A schon mal gewonnen haben. Aber es gibt ja immer noch den Coppa Nazionale und die Champions League. Das ist alles ja nicht unbedingt schon gewonnen. Aber ja, den 9,9. Stark gehalten hat er da. Ja, Juve gewinnt 2:1 gegen Cagliari. Und wie viele Punkte wir insgesamt haben, weiß ich jetzt nicht. Habe ich total vergessen. Wir kriegen aber dafür, dass wir gewonnen haben, 12 Millionen nochmal. Und ja, Ibarbo ist ein bisschen enttäuscht, dass er nicht so viel spielt, wie er eigentlich möchte. Und da machen wir jetzt mal die Ansprache. Juve ist das Spiel im Coppa Nazionale, das Endspiel. Da müssen wir echt gut aufpassen. Ich denke mal, da geht einiges. Also, Juve wird es versuchen natürlich, ne? Sie sind Vizemeister und wollen jetzt den Coppa Nazionale gewinnen. Darum heißt es für uns, sehr stark uns anzustrengen und in der nächsten Folge eben den Titel zu holen. Ob wir das schaffen, seht ihr dann. Haut den Like-Button,
Bis denne, macht's gut. Das war's auch schon wieder für diese FIFA 14 Karrieremodus-Folge mit dem AC Milan. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis morgen, Freunde!